So, meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Yu-Gi-Oh! Dev Pro. Wir spielen gegen Sox. Mit einem, keine Ahnung, Deck. Selbst spielen wir Super Verteidigungsroboter. Ein kleines Deck, das sich eigentlich hier um diese drei kleinen Roboter Super Verteidigung Löw, Av und Elef dreht. Und, naja, gut, drehen sollte. Ich spiele es auf die Maschinenfestung. Und ich würde sagen, wir gucken da jetzt einfach rein. Im Großen und Ganzen zielen wir darauf ab, immer nur, wie soll ich das sagen, die Maschinenfestung rauszubekommen und einfach richtig fett auf die Nüsse zu schlagen. Und ja, funktioniert eigentlich. Wir holen ihn, seinen Effekt holt Elef, Elef macht ihn zu 8, 8 Synchro, ist der Googie Eye. Hauen rein, Bash, Wumm und nächster Spieler. So, viele schlechte Soundeffekte mit dem Mund gemacht. Wir heilen uns erstmal hoch. So, wir ziehen Maschinenkanone für Trade-In benutzen. Natürlich dann erstmal was wegbashen. Er ist wieder dran. So, jetzt wird's lustig. Bringt nämlich nichts. Also, so wie ich das einschätze, ist es ein schwarzer Magier-Deck. Er kriegt nur nichts raus. Wir holen uns jetzt den hier mit Iron Call. Ich muss mal kurz Pause machen, so kurz zum Erklären. Mit Iron Call haben wir uns jetzt einen Vierer-Monster der Stufe 4. Natürlich, vom Typ Maschine wieder aufs Feld geholt, haben ein XYZ gemacht, ist ja logisch. Haben jetzt drei Leute hier, greifen an, zack, bumm, peng. Jetzt aktivieren wir Call of the Haunted und hauen noch mit Elef rein. Ho, heute ist nicht mein Tag. Ja, also, das Deck ist verdammt stark, muss ich sagen. Vor allem, man hat sehr schnell sehr viele sehr starke Monster auf dem Feld, die sich alle mit Spezialbeschwörungen rufen lassen, also es... ich würde nicht sagen, dass es ein Turnierdeck ist, aber es hat auf jeden Fall Potenzial, finde ich. Es ist sehr stark und ich habe wirklich, Leute, ich habe für euch so viele Duelle gemacht, so viele Duelle, weil ich einfach nur eins reinbringen will, indem man mal verliert. Aber das Deck verliert einfach nicht. Ich weiß nicht, ob die anderen Leute einfach dumm sind oder schlecht, aber ich habe es mit dem Deck nur einmal geschafft zu verlieren und danach aufgehört, weil das was 25. Mal war, dass ich gespielt habe und in dem Sinne, das sehen wir dann gleich und wir hören uns beim nächsten Duell. Bis gleich. So, dieses Mal gegen einen Morphtrone-Steck. Der hat mich schon etwas mehr ins Schwitzen gebracht. Holt auf jeden Fall erstmal hier seinen Bibliothekar raus. Synchro. Ja, der Bibliothekar. Noch ein Handy. Holt damit sein Formelsynchron. Oh, ist der langsam. Pff, ich weiß ja schon alles. So. Mit den beiden erstmal ausgerüstet. Maschineneinheit macht, wenn ein Monster vom Typ Maschine zerstört wird, kann man noch eins rufen. Wieder die Achterbeschwörung raushauen, reinbashen und da kommt leider die Spiegelkraft. Wir holen mit dem Effekt unseren Drachen zurück, greifen nochmal an. So, er zieht, er ist dran, er holt jetzt eine richtig fette Jukebox, Boombox. Aber unser Drache kommt zurück, schirmt uns vom größten Schaden ab und wir sind erstmal dran. Call of the Haunted, ja, toll, bringt nicht unbedingt was. Rettet uns aber in dem Fall jetzt den Arsch. Weil ich ihn erst jetzt benutze, ich davor benutzt, wäre er völlig sinnlos gewesen. Wir holen uns den Drachen, Maschine G-Frame erstmal raus. Holen uns damit die Kanone, hauen das raus. Holen uns unsere Fortress, hauen jetzt seine Karte weg. Weil glaubt mir, das ist so scheiße nervig in dem Spiel. So, er hat natürlich aber genug Verteidigung. Wir können diesen Zug nichts mehr machen. Er holt sein, Gott, was ist denn das? Videon. Holt sich Ark. Holt mit Ark unseren Drachen. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich gekotzt habe vor Wut. So, wir sind aber jetzt erstmal dran. Holen uns den Shinigami. Shinigami raus. Null. Macht der Shinigami-Effekt. Angreifen. Er muss unseren Drachen abhängen, um seinen Ark zu retten. Ist wieder dran. Zerstört diesmal natürlich unseren Shinigami. Tja, was soll man machen? Fallgrube raus und angreifen. Maschineneinheit bringt nichts, weil Exit-Monster sind ja natürlich Rang und nicht Stufe. Darum, was glaube ich da für Müll? Deshalb bezieht sich nur auf Typ-Maschine. Selbe Eigenschaft, wenig ATK. Ja, puh, keine Ahnung, warum es da nicht eingesetzt hat. Wie gesagt, ist immer Tag. Ich nehme das Ganze zum dritten Mal auf oder zum vierten Mal. Einfach nur, weil es immer nicht funktioniert. Liebt mich. So, wir greifen wieder an. Das war's aber für die Runde. Wir können nicht mehr viel machen. Das ärgert mich. Das zerstören wir nämlich gleich aus Versehen, die hier. Mystische Raumtaifun auf die rechte hier. Wäre natürlich die linke gewesen in dem Fall. Zack, bumm. Insgesamt haben unsere Monster trotzdem genug ATK. Und man gewinnt auch noch mit 900. Also, das Deck ist verdammt stark.
Aber was passiert, wenn jetzt wirklich mal alles ausgekontert wird, nämlich wenn die ganzen Effekte lahmgelegt werden? Das sehen wir jetzt. Nämlich genau jetzt. So. Er spielt ein komplettes Anti-Bash-Deck, wie ich es so gern nenne. Einfach nur, weil es zuerst alles antiet und dann reinbasht. Ist irgendwie logisch, ne? Na. So. Er aktiviert das hier, Skill Drain. Ganz kurz zur Erklärung: Skill Drain ist eine Karte, die kannte ich selbst noch nicht. Also, Skill Drain macht alle Monster auf dem Feld zu einem Landen. Du hast überhaupt keinen Effekt mehr, das alles weg. Und ich sage alles, dann meine ich alles. Aber richtig alles, so richtig im Sinn von alles, alles. Du kannst zwar noch aktivieren, also XYZ und sowas, das kann noch aktiviert werden, aber es bringt einfach nichts mehr, weil. Du aktivierst es, hängst ab und dann wird der Effekt nochmal aktiviert und du sitzt da und denkst, okay, dann halt nicht. Ich wollte das eh nicht aktivieren. Okay, aber dann gucken wir erstmal weiter. Hier, bringt nichts, wie gesagt, wir greifen an, Kette, greifen an, 1800 rein. War schlau von ihm, weil da liegt noch eine Kette, sehen wir nämlich gleich. So, wir rufen jetzt nämlich erstmal einen Löw und Elif, bringt aber nichts, also Elif doch nicht. Hier die nächste Kette, wie gesagt. Hol die Maschinenwesen-Einheit, hängen ab, bringt nichts, ich lerne es nicht, ja, ich weiß. So, er spielt die Greed, legt noch eine Greed. Wir spielen die XYZ Reborn, bringt nichts, wir können nichts machen. Wir hauen ihm wieder ein bisschen auf die Glocke, noch ein bisschen drauf. Holen uns Big Eye, weil damit dachte ich wirklich, gewinne ich das Duell mit Big Eye später. Und dann das, das war so nervig, ich sag's euch. So. Wir kriegen 1000 Schaden, nämlich hier. Er holt einfach diesen Cyberdrachen. Das ist Crank. So, wir ziehen den Raumtyphon. Ich denke, ja, ja, nein, eben nicht. Unglaublich. Hätte ich erst die andere aktiviert, hätte das vielleicht darauf gemacht. Hätten wir vielleicht gewonnen, aber so nicht. Zack, alles tot. Und ja, wir können einfach nichts machen. Ich hole den Shinigami raus in der Hoffnung, aber dann vergesse ich natürlich wieder, dass das alles lahmlegt. Er tötet unser Big Eye nochmal. Shinigami war nutzlos. Wir ziehen. Spiegelkraft. Spiegelkraft ist aber leider ein Monster über Stufe 10. Also, wir hauen Spiegelkraft raus, bringt aber nichts. Habe ich nicht gewusst, aber Stufe 10 kann nicht mehr getargetet werden. Wir holen uns noch eine Einheit. Bringt aber nichts mehr. Die nächsten zwei Tügel sind tödlich. Wir werden geheilt. Bringt, wie gesagt, nichts. Wir versuchen die zerstören. Kriegen sie endlich zerstört. Hätten wir früher ein Maschinenwesen gehabt, dann wäre das Duell anders gelaufen. Aber so hatte man halt Pech. Er zerstört wieder das. Das war's so. Heißt, wir sind dran. Wir ziehen. Ist leider nur eine Transmodify. Und damit ist das Duell vorbei. Und ja, wie soll ich sagen, das war das erste Mal, dass ich mit diesem Deck die traurige Du hast verloren Musik bekommen habe. Und ich dachte, wow, das war gut. Es war eigentlich mal, es war mal was Forderndes. Ich habe was versucht, ich habe was ausprobieren müssen. Ich habe nicht einfach nur reingebasht. Und er hatte 900 Lebenspunkte, also es war wirklich knapp. Und ich denke, so hat es Spaß gemacht. An sich ist das Deck ziemlich, ziemlich stark. Overpowered aber nicht. Man kann das locker auskontern, aber wenn man sich zu sehr auf seine themenbasierten Monster verlässt, dann... Dann bashen dich einfach die Robbys weg. Und ja, in dem Fall wurden wir weggebasht, weil wir nicht genug Zeug hatten. So, und zum Abschluss jetzt noch, wie immer, das Duell, das ich sehr feiere. Es kommt ja immer zuerst. So sollte es funktionieren, dann kommt, so sollte es nicht sein. Und dann kommt das Duell, das ich feiere. In diesem Sinn, bis gleich. So, und da sind wir diesmal in einem Duell gegen die gute Mybrary. Ja. Wie gesagt, ich feiere das Duell sehr, weil es am Ende ein bisschen unfair war, weil hier sich doch dann gezeigt hat, dass die Superverteidigungsroboter in dem Fall ziemlich stark sein können. Sie spielt mit Battle and Boxers, beziehungsweise unermüdliche Boxer im Deutschen. Wir vereiteln aber ihren, Gott, wie hieß denn das Ding? Joke, genau, Joke. Wir rüsten aus, damit das nicht zerstört wird. Book of Moon flippt es, das war blöd von mir. Aber wenn es eine Spiegelkraft gewesen wäre, hätte es funktioniert. Sie holt den Blue Eyes, holt natürlich ihren Ninja, aber wir vereiteln wieder und zerstören den Ninja mit Spiegelkraft. Yay! Flip, wir holen unser Gearframe, werfen dann das ab für noch eine Festung, hauen rein, Spiegelkraft, magische Hüte. Sie gleicht es aber aus mit Schutzschild, Battle and Boxer Schutzschild. Hätte ich mitrechnen müssen, gebe ich zu. Den behält man nämlich auf der Hand.
noch ein Joker. Und der Joker hätte uns jetzt ehrlich was gemacht, wenn jetzt nicht Big Eye gekommen wäre. So, zack, zack, Big Eye kann ich angreifen. Und hier kommt leider ein spielentscheidender Fehler von ihr. Sie holt sich nämlich noch einen Joker, weil sie vergisst, dass wir noch einen Big Eye-Effekt gut haben. Wir legen die Spiegelkraft, holen uns den anderen Joker und ja, das war das Duell. Also, im Großen und Ganzen, meine Meinung, ich liebe das Superverteidigungsdeck, ich liebe Maschinenmonster an sich. Es ist geil, ich feiere es unglaublich, ich liebe dieses Deck, ich liebe die Monster, ich liebe die Art, wie man spielen muss, ich mag einfach reinbashen so gern. Die Spezialbeschwörungen, alles. Es ist schade, dass es eigentlich immer um dasselbe Monster, nicht um die Maschineneinheit geht, aber an sich ist es schön. Ich persönlich feiere natürlich Oldschool-Decks immer noch am meisten, wenn du wirklich die meisten Kombos hast, die natürlich am wenigsten bringen, aber dieses Deck ist wirklich krank und ich liebe es. Im Anhang, als nächstes werde ich vorstellen, dieses Anti-Bash-Deck, wenn ihr euch erinnert, das gegen das wir verloren haben, werde ich in der nächsten Runde vorstellen, also in der nächsten Folge. Wenn ihr selbst Ideen habt für Decks, die ich vorstellen sollte, die ihr gern sehen würdet, dann könnt ihr mir das natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben. Nein, hier kommt nicht, bitte like dieses Video, ihr solltet es auch nicht favorisieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir einen scheiß Daumen nach unten, dann weiß ich, was ich besser machen soll. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr euch erst einen Keks kaufen gehen. Ich bin niemand, der um Likes bettelt und es wird sich auch niemals ändern. In diesem Sinne, ich bin For the Golden, schieß mich tot und in diesem Sinne nochmal, Terre out. Bis zum nächsten Mal.